100 Euro. Schockierende Bilder aus Weinheim bei Heidelberg. In einem Video, das aktuell im Netz kursiert, sieht man zwei Jugendliche, die zwei weitere Teenager demütigen, drangsalieren, bedrohen und schlagen. Der Übergriff geschieht am helllichten Tag. Zwei Jugendliche, einer in einem roten Shirt, der andere in einem schwarzen, bedrängen einen Jungen, fordern, dass er sich entschuldigen soll. Der Teenager in Rot klappt ein Messer auf, der in Schwarz scheint einen Teleskopschlagstock in der Hand zu haben. Ihr Opfer entschuldigt sich, wie gefordert. Dennoch lassen die zwei Jugendlichen nicht von ihm ab. Sie beschimpfen und bedrohen den Jungen im weißen Shirt, der immer weiter zurückweicht. Dann sucht sich der Jugendliche in Rot ein weiteres Opfer, gibt ihm eine Kopfnuss und schlägt ihm ins Gesicht. Der zweite Angreifer kommt dazu, beschimpft den Jungen im Trainingsanzug, gibt ihm ebenfalls eine Kopfnuss und bedroht ihn mit dem Schlagstock. Du dummer Drecksschlamp, halt deine Fresse! Halt deine Fresse, okay? Halt deine Fresse! Schmeiß ernst, halt deine Fresse! Unfassbar, alle Passanten laufen vorbei. Kein Erwachsener kommt den bedrohten Jugendlichen zu Hilfe. Hey, renn nicht weg, bleib hier. Wir sehen uns noch, wir sehen uns noch. Nach Bildinformationen ist der Angreifer in Rot 13 Jahre alt, der in Schwarz 12. Er soll aus gutem Hause stammen. Sein Vater ist Datenschutzbeauftragter. Der Polizei ist das Video bekannt. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Bedrohung. Außerdem wurde das Jugendamt informiert. Macht eure Hände.